Auf dem Weg von Deutschland nach Südafrika ist Nigeria das gefährlichste Land auf unserer Reise. Wir haben uns lange vorbereitet und der Plan war, Nigeria innerhalb von einer Woche zu durchqueren. Das hat aber nicht ganz hingehauen. Aber unsere Kupplung ist kaputt. Oh, aber es ist richtig scheiße. Ich glaube, die Kupplung ist am Arsch. Scheiße. Alter, what the fuck, what the fuck. Wir haben sie gerade weiter abgeschleppt und dann ist einfach während der Fahrt der Reifen abgefallen. Das ist einfach richtig scheiße. Wir stehen hier mitten auf der Straße. Das Auto kann natürlich jetzt keinen Zentimeter bewegt werden. Wir brauchen einen Abschleppwagen. Also geht es wieder zurück nach Lagos, um den Defender zu reparieren. Nach ein paar Tagen sind wir dann wieder ready für Versuch Nummer 2. Nachdem unsere erste Woche in Nigeria vor allem von Schwierigkeiten geprägt war, entdecken wir diese Woche eine ganz andere Seite des Landes. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen hier überhaupt nicht mehr unsicher gefühlt. Jetzt gerade am Ende war es ja doch schon ein sehr, sehr schönes Highlight mit dieser krassen Landschaft hier um uns rum. Good morning, Nigeria Crew. Sind wir ready für die zweite Runde? Let's go! Zweiter Versuch. Der ist fitter, so fit wie noch nie. So fit wie noch nie. Auto fährt wieder und für uns geht es jetzt wieder los von Lagos Richtung Kamerun. Hoffentlich klappt es diesmal. Hi. Hello, it's how's your day? Oh, thank you. What's in happen now? Sorry? What's in happen? I need money. Give me money. You need money? Why? Do you have some gift for us in exchange? Mm-hmm. Do you have some present for us? We don't have anything either, I'm sorry. Wir haben auf jeden Fall auch viel über die nigerianische Polizei vorher gehört, dass sie wohl so super korrupt sein sollen und so weiter. Warra. Oh no, thank you, I'm good. Right. Das haben wir bis jetzt in fast jedem anderen Land vorher auch gesagt bekommen. Aber bis jetzt haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Also natürlich gibt es immer wieder welche, die sagen, hey, gib mir Geld, siehst du wie er gerade eben, so, habt ihr was für mich? Oder kommen die Nächsten. Aber meistens kann man sich halt irgendwie rausreden. Und wir haben bis jetzt noch nichts gezahlt. Und haben es auch nicht vor. Kurze Pause, das Auto von den beiden wird irgendwie sehr heiß. Wir nutzen die Chance jetzt, um mit Lotta Gassi zu gehen und gucken mal, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Not again. Go in the distance, don't need a reason. Couple of people with mutual feelings. I could be something that you could believe in. Wir sind jetzt hier wieder an dem Ort, wo das ganze Drama letzte Woche angefangen hat. Genau hier sind die beiden das erste Mal liegen geblieben und dann haben wir sie abgeschleppt und dann nahm das Drama seinen Lauf. Und 8 Tage später sind wir wieder hier. Diesmal fährt er wieder und ich hoffe, dass er jetzt auch noch eine Weile weiterfährt und nicht jetzt gleich schon wieder das nächste Problemchen hat. Das mit dem Motor, mit dem Kühlersystem ist wohl soweit jetzt wieder im Griff, mal sehen. Genau, aber wir haben es auf jeden Fall gleich geschafft. Hier. Ich glaube, hier ist der Punkt, ja. wo das Rad abgefallen ist. Achtung, Schlagloch! Ja, ist doch weiter geschafft, als ich dachte. Ja, krass, ne? Ja, hier saßen die alle auf der Bank. Ja, ja und hier standen wir dann. Ja. 11 Kilometer vom Hotel. Also so rückwirkend war natürlich vielleicht nicht gut, dann noch abzuschleppen, wenn das Rad eh schon so wackelt, aber wir waren halt echt sehr verzweifelt und wussten gar nicht, was wir machen sollen. Also. Und falls ihr das nicht mitbekommen habt, dann schaut mal das Video von letzter Woche. Da hatten wir nämlich einen Major Breakdown in Nigeria. Also wir nicht zum Glück, aber die anderen. Hey! Man kennt uns noch. Na, wie fühlt es sich an, hier hinzufahren mit dem eigenen Auto? Geht. Funktioniert doch. Ja, sehr gut. Kann gleich sein. Good job. Gut gemacht, Arthur. Good job.
Servus. So, wir starten jetzt den zweiten Versuch, Runde Nummer 2. Diesmal kann es nur gut gehen, oder? Ja. Auto ist top repariert, muss jetzt. Das war wirklich die geilste Nacht seit langem im Auto, weil es einfach nur so 20 Grad oder ein paar 20 Grad heute Nacht waren. Ich habe richtig gut geschlafen. Ja, ne? Me too. Ich bin auch richtig happy aufgewacht. Normal wacht man so auf und ist so richtig gerädert. In seinem eigenen Sud. Ich weiß nicht, normal, wenn wir schlafen, dann ist es nicht so regenerativ. Wisst ihr? Das ist halt eher so anstrengend. Und heute bin ich so richtig frisch aufgewacht und jetzt habe ich auch richtig Energie, um jetzt hier weiter durch den Gerät zu fahren. Cheers to that. Tag 2. Es geht weiter. Tag 2? Tag 9 oder so. Hä? Tag 2 auf unserer Mission. Nochmal durchzukommen. Wir? Nein. Wirklich durchzukommen. Thank you. Have a nice day. Spin love and I share the world. I've been overthinking of my life. Wir kreuzen jetzt hier gerade den Niger-Fluss. Das ist der drittgrößte Fluss Afrikas, also der drittlängste. Und ich finde es voll cool, weil wir einfach vor ein paar Monaten noch in Guinea waren, wo dieser Fluss entspringt und wo wir da bei diesen Gärtnern waren und da zusammen da am Flussufer rumgesprungen sind. Und das ist der gleiche Fluss, der jetzt hier wieder auch in Nigeria ist. Und wir sind jetzt quasi einmal diesem Strom gefolgt. Und hier in Nigeria fließt er dann aber in den Golf von Guinea, also ins Meer. Aber das ist schon cool. Ich meine, da liegen richtig, richtig viele hunderte Kilometer jetzt zwischen hier und in Guinea, wo wir das letzte Mal am Niger waren. So, wir sind angekommen für heute und ich möchte an dieser Stelle mal eine Frage beantworten, die wir ganz oft bekommen. Und zwar, wie gehen wir hier im Bus auf Toilette? Und die Antwort versteckt sich hier unter unserer Küche und sie lautet Boxio. Das ist eine Trockentrenntoilette. Das Ganze funktioniert so, dass durch einen Trenneinsatz beide Geschäfte voneinander getrennt werden. Wir haben vorne einen Urinkanister und hinten einen Feststoffbehälter. Bevor wir auf unsere Reise aufgebrochen sind, war uns klar, dass wir auf jeden Fall eine Toilette an Bord haben wollen. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und sind ziemlich schnell auf Boxio gestoßen. Das ganze System von Boxio ist ziemlich gut durchdacht. Es ist mega kompakt. Es funktioniert ohne Chemie und ohne Wasser. Man kann dieses System super leicht reinigen. Es ist am Ende wirklich einfach nur eine Eurobox. Man kann die auch stapeln aufeinander. Was für uns der wichtigste Punkt war, war, dass es einfach ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Ich bin ja der Meinung, dass jeder Camper eine Toilette an Bord haben sollte, einfach weil man sich das Leben selber damit einfacher macht, weil es, finde ich, aber auch respektvoll gegenüber der Natur, der Umwelt und den Menschen um einen rum sind, dass man halt sein Geschäft nicht einfach in den nächsten Busch verrichtet. Falls ihr also noch auf der Suche seid nach einer Toilette für euren Camper, dann können wir euch Boxio auf jeden Fall empfehlen und ihr könnt mit unserem Code TheFimPeople10 ganze 10% auf eure Bestellung bei Boxio sparen. Und jetzt brauche ich bitte mal ein bisschen Privatsphäre. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir fahren Offroad durch eine Stadt. Heute ist schon Tag 3. Nee, dann, ich verstehe deine Zeitrechnung nicht. Ja, wir haben ja nochmal neu angefangen. Ja. Lagos ist null. Lagos aber, okay. Nein, wir sind auf jeden Fall jetzt schon fast 2 Wochen in Nigeria. Das war ein bisschen funny eigentlich, weil wir eigentlich ja gesagt hatten, wir wollen so schnell wie möglich hier durch. Und ursprünglich hatten wir geplant, eine Woche Nigeria, eine Woche Kamerun. Jetzt sind wir schon 2 Wochen in Nigeria und wir sind noch nicht durch. Naja, kannst du nichts machen. Aber eigentlich kommen wir ganz gut voran, ne? Die Straßen sind ein bisschen tough. Spannend. Es ist nicht langweilig. Aber wir sind alle noch fit. Die Autos sind noch fit. Was willst du mehr? Gesundheit. Everybody say that I'm a fool. Giving you my love. Wait that I. Lecker, danke. Hier gibt es einfach immer die geilsten Mangos zu kaufen. Die können wir mal schön und bequem aus dem Fenster rauskaufen. Und dann haben wir die mal frisch. Das ist mega lecker.
Also wir haben jetzt mittlerweile 14 Uhr. Wir sind heute Morgen mehr oder weniger pünktlich um 7 losgekommen. Und unsere heutige Etappe sind 230 Kilometer und sollte 5,5 Stunden dauern laut Google. Haut natürlich nicht hin. Wir sind jetzt schon 7 Stunden unterwegs. Also ich glaube, es wird wieder so ein klassischer 10-Stunden-Tag. Weil die Straßen hier leider mittlerweile in so schlechtem Zustand sind, dass wir streckenweise einfach nicht schneller als 10 km/h fahren können. Weil wir nämlich einfach von Schlagloch zu Schlagloch fahren. Dagegen war Guinea teilweise ein Witz. Naja. Doch. Guinea gab es einen Abschnitt, der war richtig scheiße. Der Rest war okay. Na, das ist halt so ein bisschen Offroad hier. Ich finde es eigentlich nicht ganz okay. Ich fahre lieber sowas als in so einem Stadttrubel. Wir haben jetzt hier schon seit einigen Kilometern keine Polizeikontrollen mehr gehabt. Aber dafür immer wieder so, weiß nicht, so irgendwie wie so Bürgerwehren. Also da stehen immer noch Straßenblockaden, nur sitzen da jetzt Zivilleute mit irgendwelchen Schrotflinten und Maschinengewehren und das ist im ersten Moment echt immer so ein bisschen creepy, weil die halt wie gesagt keine Uniform anhaben und das wirkt schon sehr, sehr komisch, aber bis jetzt waren sie alle immer sehr nett und wir konnten auch immer direkt weiterfahren, aber es ist schon ein bisschen weird auf jeden Fall. Kaffee, eine Stunde dann Bier, oder? Ja. Das ist immer schon echt anstrengend, oder? Ich find, so, wir saßen jetzt schon wieder neun Stunden, oder, im Auto? Und für 230 Kilometer. Ja, da haben wir das schon mal erzählt, dass wir hier, wir schlafen hier immer auf Hotelparkplätzen, die eingezäunt sind und im besten Fall auch bewacht sind, weil man hier auf gar keinen Fall wild campen sollte. Weil da geht man ja ein sehr unnötiges Risiko ein und weiß ja nie, wer da in der Nähe ist und was da passieren könnte. Deswegen fahren wir eigentlich immer von Hotel zu Hotel. Und manchmal ist es schöner, manchmal ist es weniger schön. Hier ist jetzt ganz nett, aber der will irgendwie arschviel Geld haben dafür, dass wir hier parken. Also, naja. Und jetzt gibt es erstmal einen heißen Kaffee bei wie viel? 33 Grad. Geil. Und bei euch? Auch fertig, ja. Vor allem diese Straßen machen einen halt fertig. Ja, Mann. Also das war echt richtig hart. Deutlich anstrengender als einfach normal zu fahren. Ja. Auch für den Kopf. Deswegen sitze ich gerade einfach nur apathisch am Handy und tippe ein bisschen für mich her. Guten Morgen! Wir sind wieder früh auf der Straße. Es ist 7:30. Wir sind schon ein paar Minuten unterwegs und wir fahren weiter Richtung Osten. Wir sind auch schon ziemlich weit im Osten des Landes. Wenn alles gut geht, sind wir in 2 Tagen an der Grenze. Mal sehen. Es ist irgendwie gerade eine komische Stimmung hier, weil sobald wir aus der Stadt rausgefahren sind, in der wir übernachtet haben, haben wir einfach keinen Menschen mehr gesehen. Wir fahren, wir fahren hier durch Dörfer und die sind einfach verlassen. Laut die Militärposten, wir haben zum Glück gerade eine schwer bewaffnete Militärtruck gesehen, der hier Patrouille gefahren ist. Aber irgendwie ist es schon sehr weird. Also es sind halt richtig viele Dörfer, wo richtig viele Häuser stehen. Da wohnen einfach keine Menschen niemand. Mehr. Das die Felder, man sieht noch Überreste von Feldern, aber die sind auch nicht mal bewirtschaftet. Jetzt fragt man sich halt schon, warum keiner mehr wohnt. Also wirklich jetzt nicht nur ein Dorf, sondern die letzten 20 Kilometer halt immer wieder am Straßenrand, aber da ist eine Polizei. Hoffentlich ist es Polizei. Good morning, how are you? Good morning. I have one question. Why is nobody living in the villages here? Because of flooding. Because of what? Flooding. Flooding? Ah, okay. When did this happen? Last year. Last year? They all had to leave? Sorry to hear that. Ich habe schon das Schlimmste ausgemalt, irgendwie Boko Haram, dass sich alle Leute sind geflohen. Ja,
klar. Aber wann sollen sie halt nicht wieder zurückgekommen? Sieht doch wieder okay aus hier. Vielleicht haben sie sich woanders was aufgebaut. Ja. Naja, aber es ist auf jeden Fall jetzt hier auf diesem Abschnitt der Reise, also je weiter wir jetzt in den Osten von Nigeria kommen, muss ich sagen, desto mehr freue ich mich darüber, wenn wir halt mal wieder Polizei und Militär sehen. Weil wir halt echt jetzt auch schon viele Strecken oder Abschnitte hatten, wo wir wirklich kilometerlang keine Checkpoints hatten. Und es ist zwar häufig auch ein bisschen nervig, dass man halt alle 10 Kilometer anhalten muss, aber gerade in einem Land wie hier, wo halt einfach die Sicherheitslage einfach nicht so gut ist und wo halt tatsächlich auch irgendwie Kriminalität sehr, sehr hoch ist, ist es gut, finde ich, und beruhigend zu sehen, dass halt die Polizei und das Militär präsent ist. Deswegen bin ich dann immer beruhigt, wenn wir dann mal wieder einen Posten haben und wenn man sieht, ah, okay, die sind hier, so, die passen hier auf. Wir sind auf der Suche nach Diesel, der ist ja hier im Land knapp, und die nächste Strecke, die vor uns liegt, da kommt echt nicht mehr viel, und deswegen wollen wir jetzt hier nochmal in dieser Stadt versuchen, irgendwie zu tanken, und klappern jetzt jede Tankstelle ab. Es ist generell sehr dünn und die Strecke ist weit. Ich hoffe, wir finden was. Also wir können jetzt wieder umdrehen, weil die Tankstelle sollte eigentlich hier kommen. Und die gibt es auch nicht. Dann haben wir jetzt ein Problem, weil wir müssen auf jeden Fall nochmal tanken. Und hier in diesem Ort gibt es anscheinend keinen Diesel. Wir haben zwar beide Kanister voll, aber ich glaube nicht, dass das... Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp werden. Dann müssen wir unser Glück jetzt nochmal woanders versuchen. Ist halt auch immer schwer, weil manche Sachen sind auf Google eingezeichnet, die existieren nicht mehr, und andere Sachen sind nicht eingezeichnet, die es gibt. I don't know. Das ist zu. Normal ist der Dieselzapfsäule immer extra und die ist hier abgehängt. Kein gutes Zeichen. Die nächste Tankstelle hat wohl diese. Die schüttelt auch den Kopf. Die zeigt darüber. Das heißt immer, ja, die nächste. Also Tankstellen gibt es hier wie Sand am Meer, und jede Tankstelle sagt, in der nächsten gibt es. Okay, weiter geht's. Man kann nicht mit Karte bezahlen, weil das Netzwerk ausgefallen ist. Mal schauen. Hi. Do you have Diesel? Diesel? Der ist diese. So, getankt haben wir jetzt schon mal. Das ist schon mal gut. Der Tank ist voll. Da bin ich sehr beruhigt. Jetzt ist nur die Frage, ob das hier mit dem Bezahlen so klappt. Wir hatten nämlich jetzt schon häufiger die Situation, dass unsere europäischen, ausländischen Kreditkarten hier nicht funktionieren. Man kann in Nigeria fast überall mit Kreditkarte zahlen, aber häufig nicht mit unseren Visa-Karten. Wir haben jetzt extra vorher gefragt, ob das denn geht. Sie meinten ja. Deswegen haben wir jetzt einfach schon mal getankt, weil wir halt unbedingt diesen Sprit brauchen. Wenn das jetzt nicht geht, dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir das lösen. Wir haben nämlich keine Naira mehr, die lokale Währung hier. Man kommt nicht an Geld hier. Das ist super schwierig. Wir haben so viele Banken abgeklappert. Und das, was wir in Lagos getauscht hatten am Anfang der Reise, ist jetzt schon leer mittlerweile, weil der Tank ziemlich teuer ist hier. Man zahlt 1,60 Euro pro Liter Diesel. Und das ist vergleichsweise richtig viel Geld. In den meisten westafrikanischen Ländern haben wir immer so 1 Euro pro Liter gezahlt. Also es ist wirklich extrem teuer. Und deswegen haben wir das ein bisschen verschätzt, wie viel Geld wir brauchen, und haben jetzt nicht genug dabei. Aber was wir immer dabei haben, sind Euros, und wir haben auch noch CFA. Also ich hoffe mal, wenn das jetzt mit der Karte nicht geht, dass wir dann einfach mit Euros zahlen können. Und? Nee. Geht nicht? Jetzt muss ich den überzeugen, mit Euro zu bezahlen. Jetzt brauche ich mal dein Handy. Die Karte funktioniert nicht, wie schon gedacht. Und Euro und CFA kann er oder will er nicht annehmen, weil man die hier in der Nähe nicht wechseln kann. Und jetzt hat der Typ gefragt, okay, was könnt ihr mir denn geben? Also wie können wir das jetzt lösen? Habt ihr irgendwas, was ihr mir geben könnt? Stattdessen, was halt so viel wert ist wie der Tank. Ich glaube, das waren zusammen jetzt ungefähr 100 Euro. Und weil wir nichts haben, haben wir ihm jetzt unser Jackery Solarpanel gegeben. Beziehungsweise die versuchen das jetzt mal, ob er das nehmen will. Das ist zwar kacke, eigentlich brauchen wir das ja, aber wir können den Jackery auch während der Fahrt laden und müssen das wohl dann jetzt so machen, wenn jetzt dieses Panel wirklich weggeht, weil was anderes haben wir halt nicht. Und wir stehen jetzt schon eine Stunde rum und warten darauf,
dass wir irgendwie bezahlen können. Und hat das nicht genommen? Nee, aber jetzt nicht haben und jetzt... Also wir können ja internationale Banküberweisung machen, aber da muss man halt so ein Formular hochladen. Das dauert ein bisschen, aber er vertraut uns jetzt, dass wir es machen, hat meine WhatsApp-Nummer. Ah, wirklich? Ja. Na krass. Krass. Okay. Ja, das machen wir dann gleich. Können wir das auch sicher machen? Funktioniert ja. Das auch? Ja. Alright. Weiter geht's. Tank ist wieder voll und damit kommen wir jetzt auch nach Kamerun rüber, ne? Yes. Also, selbst wenn die Straße kacke ist, und das wird sie sein, wir haben ja noch den Kanister, beide Kanister auf dem Dach. Bye! Da sind nochmal 40 Liter und wir haben jetzt einen vollen Tank. Und ich glaube, von hier bis zur ersten Stadt hinter der Grenze sind es jetzt auch nur 300 Kilometer. 100 davon sind halt wohl richtig Offroad. Und auf einmal sind wir in den Bergen. Es ist richtig schön. Um uns herum sind ganz viele Hügel und teilweise auch richtig große Berge. Und da müssen wir jetzt durch. Wir müssen quasi einmal über den Berg nach Kamerun. Und es sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Ich hatte von Nigeria vorher, so was die Landschaft angeht, gar kein Bild. Also wenn ich an Nigeria gedacht habe, dann habe ich an volle Städte. Ja, aber auch natürlich viel an irgendwie Gewalt und Konflikte gedacht. Aber ich habe nicht wirklich so ein Bild davon gehabt, wie die Natur und die Landschaft hier aussieht. Und ich bin echt überrascht. Es ist wirklich richtig schön. Also wir fahren jetzt schon seit Tagen durch wunderschöne Gegenden, durch richtig schöne Dörfer und jetzt sind wir in den Bergen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das sieht echt ziemlich cool aus. Und wechseln. Und weiter. Und weiter. Wie lange haben wir noch? Eine Stunde, ne? Ne, 40 Minuten angeblich. 40 Minuten. Laut Navi, ne? So, jetzt geht es hier auf den Bergpass hoch. Bis jetzt sind wir eigentlich die ganze Zeit so ziemlich ebenerdig gefahren und jetzt sieht man auch auf dem Navi, dass jetzt hier anfängt die Straße sich so zu schlängeln. Ich habe ein bisschen Bammel, weil wir haben schon recht spät, es ist schon 16:30 und wir haben jetzt noch 30 Kilometer Bergpass vor uns. Unser heutiger Schlafplatz ist hier irgendwo in einem Dorf. Wir wissen noch nicht ganz genau wo. Und jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wo wir uns hier heute Nacht hinstellen können. Good evening. Die Leute sind auf jeden Fall alle schon sehr nett. Good evening. Is this fit? Okay. Okay. Perfect. This is thank so you. Nice. Thank you. Just go front and park. Yes. And locate here. Okay. So mega nett. Wir dürfen jetzt hier einfach bei irgendjemandem, der hier im Dorf wohnt, auf seinem Grundstück übernachten. Das ist echt ein ziemlich cooler Vibe hier. Und es ist einfach so unglaublich angenehm und kühl hier. Das ist auch ganz schön frech. Na, Lata? Lata. Man merkt jetzt einfach richtig krass, was doch die Temperaturen so ausmachen. Das ist einfach so ein extremer Stressfaktor und der fällt gerade weg. Und ja, das macht einfach richtig happy. Das ist einfach so entspannt, weil ich einfach weiß, dass wir heute Nacht uns in unsere Schlafsäcke einkuscheln können, die wir extra gekauft haben und seitdem nicht benutzt haben. Ja, ne? Jetzt koche ich erstmal ein Süppchen. Ja. Ah, ich freue mich so. Und danach einen Tee. Andersrum. So, guten Morgen. Wir sind schon wieder früh wach und machen uns auf. Ah, es war nur der Kanister, glaube ich, oder? Ja. Wir müssen irgendwie aus diesem Grundstück rauskommen. Und Julian hat ein bisschen das Tor mitgenommen, aber ich glaube, es geht. Thank you, bye bye. Es war auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Erfahrung jetzt hier. Wir wurden so lieb empfangen hier in diesem Dorf und es wurde für uns jetzt auch wirklich extra einen Schlafplatz bereitgestellt. Wir durften hier bei jemandem auf dem Grundstück schlafen und wir hatten ganz, ganz liebe Gespräche gestern Abend noch mit ein paar Kids hier. Und ja, es war richtig, richtig schön. Ich bin total froh, dass wir hier in dieses Dorf gekommen sind und dass wir hier so lieb aufgenommen wurden.
jetzt nochmal eine richtig schöne Erfahrung am Ende dieser Reise durch Nigeria. Und jetzt geht es für uns weiter Richtung Bergpass. Wir fahren jetzt runter von der Straße. Ein Stückchen haben wir noch und dann geht es runter von der Straße und rein in die Berge. Und ich bin sehr gespannt, was da auf uns wartet. Baby! Das erste Mal jetzt seit Marokko eigentlich, dass wir mal wieder so einen richtigen Offroad-Track fahren. Eigentlich die ganzen Offroad-Strecken, die wir vorher gefahren sind, das waren ja eigentlich richtige Straßen. Und das ist jetzt, glaube ich, wirklich mal wieder so ein Offroad-Track, den wir aber auch nicht ganz freiwillig nehmen. Ne? Wenn es eine andere Grenze geben würde, dann würden wir die nehmen. Aber da das die einzige Option für uns ist, momentan fahren wir halt jetzt hier lang. Das war auf jeden Fall eine sehr abenteuerliche Brücke. Wir legen jetzt hier mal eine kurze Pause ein und ich nutze die Zeit, um ein bisschen zu laufen. Ist einfach so geil. Wir haben, weiß ich nicht, 20 Grad, 22 Grad vielleicht, die Sonne scheint. Das ist einfach wie ein richtig schöner Frühlingstag. Das ist total geil. Das macht einfach richtig Bock gerade. I would do you wrong, I should have tried harder. Nur gesagt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Uiuiui. When my blackened soul lets you come close. Are you having fun? Ja, es macht schon Bock, weil die Landschaft hier so geil ist. Schon schön. I like it. War schon anspruchsvoll. Ja. Also Offroad-Fahren ist auch echt körperlich anstrengend. Man muss die ganze Zeit so sich dagegen stemmen. Willst du tauschen? Ja. Deswegen tauschen einfach alle Stunde. Dann geht das. Wow, das Auto rollt. Jesus. Krass, wir fahren hier jetzt einfach so richtig durchs Dickicht durch und man sieht halt keinen 20 Meter mehr weit. Bei dieser Piste hier ist das schon eine Nummer. Da liegen die ziemlich große Löcher. Wir haben die mal so mit der Hand wieder ein bisschen zugebaut. Oh je. Boah, das ist ja eine richtig beschissene Brücke. Die sieht ganz schön klapperig aus. Wir haben unser Nachtlager gefunden. Wir stehen jetzt hier an einer Militärbasis in einem kleinen Dorf und haben nur noch 25 Kilometer bis zur Grenze zu Kamerun. Die tackeln wir dann morgen. Heute lassen wir jetzt erstmal den Tag Tag sein, trinken jetzt noch einen Kaffee und gehen dann, glaube ich, wieder recht früh ins Bett und fahren morgen früh los. Ein letztes Mal guten Morgen aus Nigeria. Wir sind auf dem Weg zur Grenze nach Kamerun. Das sind 20 Kilometer ungefähr. Und dann sind wir nach wie vielen Tagen? Wie viele Tage waren wir jetzt hier? Ich glaube über 2 Wochen. 16 Tage. Nach 16 Tagen wieder raus aus dem Land, in dem wir eigentlich keine Woche bleiben wollten. Und doch hatten wir jetzt irgendwie eine schöne Zeit hier. Aber noch sind wir nicht ganz raus. Ne, Lotta? Hast du Bock? Wow, was eine Aussicht mal wieder. Das ist echt richtig schön hier. Das hätte ich vorher gar nicht erwartet. Um ehrlich zu sein, war Nigeria so das Land, vor dem wir eigentlich am meisten Respekt hatten von Anfang an, weil man doch sehr viel über dieses Land hört und über dieses Land liest und weil es leider auch nicht wie in manchen anderen Ländern einfach nur ein blödes Vorurteil ist, sondern dass es hier leider wirklich in manchen Regionen einfach Probleme mit Bandenkriminalität und mit Terrorismus gibt, dass generell die Situation hier im Land sehr angespannt ist und deshalb
war für uns von Anfang an klar, dass das hier so das gefährlichste Land ist, was auf unserer Route liegt und dass wir da halt irgendwie durchkommen müssen. Und ich würde sagen, wir stehen jetzt kurz vor der Grenze. Wir haben es echt ganz gut gemeistert. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen hier überhaupt nicht mehr unsicher gefühlt, weil wir doch gerade jetzt hier in der ländlichen Region immer sehr, sehr freundlich empfangen wurden von den Leuten. Und jetzt gerade am Ende war es ja doch schon ein sehr, sehr schönes Highlight mit dieser krassen Landschaft hier um uns rum. Und ich weiß nicht, wie die Situation genau hier ist. Ich fühle mich hier gerade überhaupt nicht unsicher. Wir sind natürlich trotzdem immer auf bewachten und sicheren Plätzen geblieben. Einfach um kein unnötiges Risiko einzugehen. Also von daher muss ich sagen, ich habe es mir im Vorhinein schlimmer vorgestellt, als es jetzt tatsächlich ist. Ja. When I'm fighting, would you fight with me? Would you dive in when the water's deep? Hallo. Na? Wir sind gleich in Kamerun, Leute. In Kamerun. You're the place where I begin. Das hier ist Nigeria und 3 Meter rechts von uns ist schon Kamerun. Wir fahren quasi gerade an der Grenze entlang und sind auch gleich an der tatsächlichen Grenze, wo wir dann rüberkreuzen. Hallo Kamerun! Sieht schön aus da drüben. Go where the wind is blowing. So, wir sind jetzt hier in der Grenzstadt angekommen zu Kamerun, noch auf der nigerianischen Seite, aber jetzt fängt das ganze Prozedere wieder an, so wie immer. Wir haben unsere Visa, haben wir ja schon, und ja, jetzt fahren wir mal da vorne an die Grenze und damit war es das dann für Nigeria. Länger als geplant, aber schöner als gedacht. Mit einem schönen Abschluss. Voll. Und wir sehen uns dann wieder in Kamerun. Macht's gut, Leute. Bis Ciao. Nächste Woche. Übernächste. Ciao. It's bringing you home to me.